So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück zu Folge 4, müsste das sein. Seid gegrüßt, meine Lieben. Wir haben uns das letzte Mal angeguckt, was das hier für zwei Mädels sind. Wir werden uns jetzt mal mit denen unterhalten. Schauen wir mal, was Shai zu sagen hat. Wir fangen mit ihr mal an. Weil Suka ist ja das coolste Mädchen, da müssen wir uns erstmal rantasten. Wir müssen erstmal ans Untervolk, bevor wir uns mit den ganz Großen beschäftigen können. Ist ja immer so in den Teenie-Highschool-Filmen. Ja, rede. Hi. Shibuya Power! Shibuya Power! Volcano Panaloka! Shiny Rainbow Miyu Yuzaka! Ching! 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 Shibuya! Haarnadel, was? Oh, was starrst du denn so auf meine Frisur? Sag bloß, du hast es auf meine Original Marushi Niyoki Haarnadel abgesehen. Kannst du das glauben, Shai? Nichts glauben, nur wissen. Kriegerin des Lichts sehen mit der Kraft der Liebe. Für wen hält die sich überhaupt? Für Soki Nuroshi Miyako Hagatsu, den Erzfan von Hiruyoshi Superfrog? Nieder mit den dunklen Mächten. Vertraue auf den Elfenzauber des Glitzerstaubs. Genau. Jeder weiß doch, dass sich ein echtes Shibuya-Girl nur im äußersten Notfall von seiner Haarnadel trennt. Und nur im Angesicht des Todes. Miyoroshi Glitzerschein, mystische Gestalt des Wolfes. Mystische Gestalt des Wolfes. Kamanukri, Shing. Und überhaupt, wie kommst du überhaupt auf die Idee, dass wir dir etwas von unseren persönlichen Dingen überlassen? Schließlich hast du dich noch kein bisschen für die Zerstörung des Staates eingesetzt. Oder irgendwelche anderen radikalen paramilitärischen Aktionen eingeleitet. Die dunklen Mächte dürfen nicht obsiegen. Und du hast auch noch nie dabei geholfen, die Schule zu zerstören. Müssen wir als Kriegerin des Lichts wirklich die Schule zerstören? Das kommt mir etwas Hardcore-mäßig vor. Aber Riot Girl macht das auch. In Band 453 auf Seite 31 platziert sie einen von Narayuso Sprengzünden im Lehrerzimmer, als die dunklen Mächte Musushu Rainbow entführt haben. Shibuya ist cool. Miyoroshi Glitzerschein! Alter, was läuft denn bei euch nicht richtig? Ja, Trockelbecher ist cool. Trockelbecher. Der Hodor aus Ätna. Trockelbecher ist fabelhaft. Ich trau mich eigentlich gar nicht, hier nochmal drauf zu drücken. Shibuya Power! Shibuya Power! Mann, du bist voll nicht im Trend. Wie du schon alleine rumläufst. Weißt du denn nicht, dass Shibuya und nur Shibuya alleine jetzt in ist? Wo ist dein Glitzer? Wo sind deine Japano-Accessoires? Miyoroshi Glitzerschein! Miyoroshi Glitzerschein! Ching! 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 Ching? Oh Mann, du bist ja voll daneben, Lilly. Mein. Okay, wir gehen dann mal. Alter, Ching! Ching wäre vielleicht ein super Sub-Sound. Aha, da war Garrett ja schon. Lilly beobachtete, wie der schmierige Mitschüler in der Kapelle verschwand. Nichts wie hinterher. Nichts wie hinterher, ja, machen wir mal. Schulrabauken, ja, dann zur Kapelle. Die Rabauken halten uns bestimmt gleich auf. Das war klar. Wen haben wir denn da? Grusel, Lilly. Wie war's bei der Oberin? Lass sie in Ruhe, Shawnee. Erst wenn sie zugibt, dass sie an dem ganzen Ärger schuld ist. Wir bekommen keinen Nachtisch. Genau, Memphis. Und draußen spielen dürfen wir auch nicht mehr. Ist es etwa zu viel verlangt, die Gründe erfahren zu wollen? Hack nicht so auf ihr rum. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ausgerechnet Lilly etwas Schlimmes angestellt hat. Dafür ist sie einfach nicht cool genug. Genau. Sie ist ja so ein braves Kind. Sie hakt, sie putzt, sie kocht. Eklig ist das. Und gefährlich. Denn irgendwie endet immer alles in einer Katastrophe. Nicht wahr, Lilly? Weil du im Kloster bist, gibt es einen seltsamen Unfall nach dem anderen. Mann, traut sich kaum noch aus dem Bett. Aber dich trifft keine Schuld, oder? Du tust ja nur, was man dir sagt. Bestimmt bist du auch jetzt gerade wieder für die Oberen unterwegs. Zeig doch mal her, was du da hast. Shawnee.
Aha, ich wusste es. Ein Rezept von der Oberin. Tja, das behalte ich wohl vorerst. Mal schauen, wie es der Oberin gefällt, wenn sich ihr Essen verspätet. Und diesmal kann unsere brave Lilly die Suppe ganz alleine auslöffeln. Los, Jungs, wir hauen ab. Du bist unmöglich. Wir brauchen definitiv neuen Honig. Jean, du hast völlig recht. Wenn die wüssten, was mit Freeman passiert ist, würden die sich nicht so aufführen. Das ist völlig korrekt. Okay, in die Kantine zur Kapelle. Ja, wir gehen erstmal in die Kantine, würde ich sagen. Wir brauchen mehr Honig. Guck mal, die Oberin ist ja schon... Ach nee, das ist eine andere, oder? Ne, weiß ich nicht. Bananen, Kokosnüsse, Äpfel... Doris. Hallo Doris. Du siehst nett aus. Hast kein Gesicht, aber du Lilly siehst nett mochte aus. Doris und das beruhte auf Gegenseitigkeit. Was starrst du mich so an, du kleine Mistgürre? Sie hatte zwar eine raue Schale, dafür aber einen weichen Kern. Wenn du weiter so starrst, dreh ich dir eigenhändig den Hals um. Immerhin mochte sie Kinder. Oh, ich hasse euch Kinder. Ich wünschte, ihr würdet alle an Pocken sterben. Neben Edna war Doris Lillys beste Freundin. Ich habe das Gefühl, das sind alles Verwandte von Lotti. Schön. Doris, liebliches Stimmchen, was hast du uns zu erzählen? Was war das? Du frecher Mistkäfer! Ich kann es nicht ausstehen, wenn hinter meinem Rücken über mich getuschelt wird. Die Jugend von heute wird auch immer dreister. Es kommt von dieser ganzen Gewalt- und Fäkalsprache in den Medien. Wenn ich könnte, würde ich euch einem nach dem anderen den Kopf abdrehen. Na, wo sind nur meine Einweggläser? Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Sonst passiert hier noch ein Unglück. Essen für die Katze. Was denn jetzt noch? Muss ich es dir mit Handpuppen erklären? Die Essenszeit ist schon seit Stunden vorbei. Das Einzige, was ich heute noch zubereiten werde, ist das Futter für die Katze der Oberen. Und das Essen für die Oberen selbst. Das heißt, ich würde. Aber mein Messer ist verschwunden. Außerdem ist der Ofen im Keller mal wieder ausgegangen. Ich könnte also eh nichts kochen. Das Wichtigste ist allerdings, dass mir die Oberen noch ein Rezept zukommen lassen wollte. Du hast es nicht zufällig dabei, oder? Nee, aber ich könnte den Ofen anmachen. Na, vergiss das Rezept einfach. Solange der Ofen im Keller nicht läuft, kann ich das Essen eh nicht zubereiten. Okay. Messer? Gib dir keine Mühe. Ohne ein Messer werde ich das Essen sowieso nicht zubereiten können. Oh, wenn ich das Kind erwische, das mein Messer geklaut hat, das wird sich wundern, was man damit alles anstellen kann. Einweggläser. Ach, jetzt verstehe ich. Du bist gekommen, um dich über das Essen zu beschweren, richtig? Tja. Da habe ich eine schlechte Nachricht für dich. Für Kinder gibt es ausschließlich Essen aus Einweggläsern. Und dabei bleibt es. Meine Hände sind auf diese Bewegung trainiert. Ich habe nicht umsonst 20 Jahre lang Hühnern in einer Legebatterie den Hals umgedreht. Außerdem bin ich per Gerichtsbeschluss verpflichtet, 10 Gläser am Tag zu öffnen. Bedank dich bei meinem idiotischen Anwalt. Ich mag Doris. Doris ist mir sehr sympathisch. Alter, Walter, was geht mit der Frau? Hunger. Du, bevor du wieder nach Essen fragst, es ist jetzt schon Stunden her, dass meine Finger ein Einwegglas in der Hand hatten. In dieser Phase werden meine Hände immer leicht nervös. Sie knacken alles, was ihnen in die Finger kommt. Kinderbeinchen, Kinderärmchen. Ich habe sie einfach nicht unter Kontrolle. Ich gehe dann mal. Ciao. Können wir uns eine Banane mitnehmen? Alter, eine Banane, ein Apfel und eine Kokosnuss. Okay, wir reden nochmal mit der Oberin. Und sehen Sie nächsten Sonntag die Eheschließung von Doris. Was schleichst du hier rum? Fütter die Katze. Oder bist du damit etwa schon fertig? Nein. Dachte ich's mir doch. Langsam vergeht mir die Lust, euch Kinder ständig an die richtigen Werte zu erinnern. Schau dir doch einfach die Stickerei dort an der Wand an. Dort sind alle wichtigen Tugenden abgebildet. Überlegenheit, Stärke und Selbstbeherrschung. Ich war selbst. Da
meiner Selbstbeherrschung fehlt. Da denkst du, ich bin blind? Geh jetzt. Ich muss meinen Beruhigungstee trinken. Wenn du im Klassenzimmer vorbeikommst, erinnere Birgit daran, dass sie sich mit der Stickerei beeilen soll. Wenn das Selbstbeherrschungsmotiv nicht heute noch fertig wird, platzt mir wirklich der Kragen. Okay, da geht's zum Brunnen. Können wir zum Brunnen gehen? Oh, jetzt weiß er, was mit Freeman passiert ist. Vielleicht ist er jetzt netter zu mir. Wie geht's, Shawnee? Wer kommt denn da und will sein Rezept zurück? Wenn das nicht die kleine, brave Lilly ist. Hau ab, bevor ich dir noch die Schnürsenkel zusammenknote. Oder Schlimmeres. Du bist ja ein richtig fieser Typ mit deinen Schnürsenkeln. Gemein. Bist du jetzt etwa traurig? Hat dich der böse Junge etwa wieder geärgert? Aha. Du bist so eine Heulsuse. Na, was ist denn das? Willst du etwa aufmucken? Schau dich doch mal an, Lilly. Mit deiner Schleife und deinen Zöpfchen. Du kannst doch nicht im Ernst glauben, dass du es mit so einem Lausbuben wie mir aufnehmen kannst. Ich habe bereits mit Streichhölzern gezündelt, da hast du noch nicht mal dein Morgengebet beendet. Wie sollte ich jemanden wie dich jemals ernst nehmen? Kannst du etwa Kirschkerne spucken oder mit einer Zwille auf Spatzen schießen? Sieh es ein. Du wirst niemals so tough sein wie ich. Und so lange bekommst du auch das Rezept nicht zurück. Ja, nee, den Pinsel habe ich leider nicht mehr, Jean. Aber so ein bisschen Honig wäre jetzt echt nicht schlecht, ne? Was haben wir hier noch? Verbot, Rezept. Sag mal, wie kommt es eigentlich, dass du dich hierher traust? Du weißt doch, dass wir nicht mehr im Garten spielen dürfen. Oder bist du etwa im Auftrag der Oberin hier? Du kannst deiner tollen Oberin ausrichten, dass ich auf ihre blöden Regeln pfeife. Ha. Aber ich wette, dazu hast du zu viel Schiss. Du hast viel zu viel Schiss vor dem Echo, nicht wahr? Und das solltest du auch. Denn eines schönen Tages, wenn du es am wenigsten vermutest, wer weiß, könnte es passieren, dass du dich umdrehst und irgendjemand hat deine Milch geklaut. Der will meine Milch klauen. Ja, Junge, wenn du nie aufpasst, dann geht's dir wie Freeman. Ach, du willst das Rezept wirklich zurück, oder? Aha. Na, das wusste ich doch nicht. Warte nur kurz, bis ich es in Geschenkpapier eingewickelt hab. Hui. Lilly war gerührt. Sie bekam doch so selten Geschenke. Du merkst mal so richtig gar nichts, oder? Zieh Leine, Lilly. Oder ich sehe mich gezwungen, dir Schimpfnamen zu geben. Oh mein Gott. Ja, ich bin schon ein ganz schlimmer Rabauke. Sieh es ein. Du bist einfach nicht tough genug, um hier irgendwas zu fordern. Was ist denn das für ein Typ? Ja, es ist echt hart elfisch, oder? Das ist echt hart. Ich habe noch nie so ein brutales Horrorspiel gespielt, wo kleinen Mädchen die Milch geklaut werden soll. Das ist unfassbar. So, haben wir irgendwie... was können wir vielleicht mit den Murmeln machen? Ich weiß noch nicht. Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Okay, Kokosnuss? Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Halt mit. Was können wir hier noch so machen? Aber wir können immer noch mit den Termiten irgendwas. Können wir die Termiten, haben die Bock auf einen Apfel? Das macht keinen Sinn, aber... Lilly hätte dem Gnom gerne bei der Arbeit geholfen, aber sie hatte ihre eigenen Aufgaben zu erledigen. Okay, na dann gehen wir mal. Wir gehen mal in den Keller. Du hier, Memphis. Der ist bestimmt gar nicht so böse. Das ist nur ein Mitläufer, der Angst hat. Schnell, mach die Tür wieder zu, bevor mir noch jemand sieht. Das hier ist der letzte sichere Ort im ganzen Kloster. Und ich möchte, dass das auch so bleibt.
Gefahr, Ofen, Rezept, Singen. Erstmal Gefahr. Du brauchst gar nicht versuchen, mich umzustimmen. Ich bleibe hier. Da draußen ist das viel zu gefährlich. Lilly hatte keine Ahnung, wovon Memphis da sprach. Aber er war auch schon immer sehr schreckhaft gewesen. Aber psst. Sonst hört ich noch jemand. Und dann nehmen sie mir mein Versteck weg. Und wenn sie mir mein Versteck wegnehmen, dann bin ich mit Sicherheit der Nächste. Der Ofen ist nämlich der sicherste Ort hier im ganzen Kloster. Weißt du, er hat einen Kruppstahlmantel, titaniumverstärkte Innenwände und der Innenraum ist mit Blei ausgegossen. Hier drin würde ich sogar einen Bombeneinschlag überleben. Bombeneinschlag? Lässt sich vielleicht einrichten. Müssen wir dann auch gleich nochmal gucken gehen im Garten und den Zünder mitnehmen. Verschwinde endlich, bevor mir noch jemand entdeckt. Wenn du nach deinem Rezept suchst, dann sprich mit Shawnee. Er hat es eingesteckt. Lalalala, der Untergang ist nah. Lalalala, der Untergang ist nah. Da. Geil. Ja gut, okay. Wir versuchen nochmal so eine Konserve mitzunehmen. Lilly verstand sich blendend mit Doris, der Kantinenfrau. Das darum schon? Nee, okay. Dürfen wir nicht mitnehmen? Wie vor uns schon. Haben wir hier irgendwas anderes im Regal? Nee. Irgendwas müssen wir mit den Konserven doch aber noch machen. Naja. Gehen wir erstmal hier zum Hintergarten. Und nehmen den Sprengzünder. Den nehmen wir mal noch mit. Meins? Fliegerbombe. Ist da noch irgendwas drin? Ach, guck mal, Wollknäuel. Bombenklappe. Nur mir das Wollknäuel. Das Wollknäuel war ein Symbol der Freundschaft. Lilly wollte, dass es für alle Zeiten in der Schatztruhe blieb. Okay. Ja. Den kann ich vielleicht hier den Ching-Mädchen geben. Können wir. Nee, da können wir nicht mehr ran. Okay. Was können wir mit ihm denn hier noch so? Ob ich ihm mal den Sprengzünder zeige? Nee, kann ich. Weiß ich nicht. Shawnee schien nicht interessiert. Lilly musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. No. Können wir. Nee, da können wir auch nicht mehr ran. Können wir hier noch irgendwas? Nee. Okay, Sean, wir kommen wieder. Keine Frage. So, wir sollten aber dem einen nochmal hier hinterher, ne? In die Kapelle. Nanu, wo war Garrett denn hin? Die Kapelle hatte doch gar keinen zweiten Ausgang. Nanu, wo war Garrett denn hin? Vielleicht ist es auch der da. Ach ne, das ist Frank. Ja, komm, wir reden am Beichtstuhl, okay? Wir gehen mal zu Frank. Warte. Nein, nichts. Ich hätte ein Resonanzecho im Fußboden gehört. Und wo ein Resonanzecho im Fußboden ist, da kann auch der Hohlraum nicht weit sein. Eine Grabkammer oder ein versteckter Billardsalon für unverschämt gut frisierte Tempelritter. Da fragst du völlig zu Recht, was treiben Tempelritter in einem Billardsalon? Nur eines von unzähligen Geheimnissen, das die Tempelritter umgab. Wo kamen sie her? Wo gingen sie hin? Haben sie für die Strecke ein Gruppensparticket bekommen? Und wer war ihr Friseur? Die Antwort auf all diese Fragen ist dieselbe. Die große Kirchenverschwörung. Und die Beweise, so viel steht fest, befinden sich unter diesen Bodenplatten hier. Wenn ich doch nur das geeignete Werkzeug hätte, um sie zu lüften. Lüften. Ich hätte vielleicht das geeignete Werkzeug. Aber die viel größere Frage ist, was haben die Illuminati damit zu tun? Und wann wird sich Galileo darum kümmern? Ja. Die klären das alles auf. Sag ich euch. Aber wir reden erstmal mit ihm hier. Bodenplatten, Kirchenverschwörung. Wo ist Garrett? Wir fangen mal mit dem Bodenplatten an. Du zerstörst die heilige Illumineszenz der Bodenplatten. Und wenn sie ihre Illumineszenz verlieren, dann sind sie garantiert nicht mehr in der Stimmung, ihr Geheimnis zu verraten. Und dass sie ein Geheimnis haben,
steht wohl außer Frage. Ich erkenne Tempelrittersymbole, wenn ich welche sehe. Und wo Tempelritter sind, da kann die geheime Grabkammer mit Hinweisen auf eine Kirchenverschwörung nicht weit sein. Wenn ich doch nur ein geeignetes Werkzeug hätte, um sie aufzubohren, dann müsste ich nur noch wissen, unter welcher Platte ich zu bohren hätte. Und hätte die Kirchenverschwörung am Schlafittchen, falls es sich um eine mit Schlafittchen handelt. Es gibt sie nämlich mit und ohne. Lilly war beeindruckt. Alles, was Frank sagte, ergab einen Sinn. Ja, total. Also wenn das keinen Sinn ergibt, nee. Es tut mir leid, aber ich habe wirklich kein Interesse an Smalltalk. Mich interessieren nur Kirchenverschwörungen. Darüber gibt es eine Menge zu erzählen. Aber leider ist das meiste geheim. Und ohne das richtige Werkzeug kann ich das Geheimnis auch nicht lüften. Also entweder gehst du und holst mir das passende Werkzeug, oder du gehst einfach nur. Das wäre mir auch recht. Ja, mein Freund, ich habe das passende Werkzeug für mich. Aber, für mich. Das passende Werkzeug für dich natürlich. Aber Frank, du warst doch Frank. Ja. Ich möchte erst wissen, wo Garrett ist. Dann bekommst du den Presslufthammer, um gepresste Luft zu hämmern. Psst, gerade mal. Na toll, wenn es gerade einen Erdrutsch in den unterirdischen Grabkammern der Tempelritter gab, dann habe ich ihn jetzt verpasst. Wie zum Teufel soll man denn hier seinen Kirchenverschwörungen auf die Schliche kommen, wenn man in einer Tour gestört wird? Allein dieses ständige Gebeichte geht mir schon auf den Keks. Aber im Gegensatz zu dir sind das regelrechte Leisetreter. Keine Ahnung, wer das im Einzelnen ist. Die verkriechen sich im Beichtstuhl und kommen nur raus, wenn es ihnen zu laut wird. Sobald ich also das passende Werkzeug für meine Ausgrabungen gefunden habe, ist damit sowieso Schluss. Okay, dann müssen wir erst in den Beichtstuhl gehen, bevor wir ihm das Werkzeug geben. Alles klar. Ja, dann mein Freund. Ja, Frank war richtig. Ja, aber im Beichtstuhl würde ich sagen. Lilly verbrachte viel Zeit im Beichtstuhl. Nur sie allein wusste, was sie in diesen Stunden vor sich hin murmelte. Zumindest seit der Beichtvater an Herzversagen gestorben war. Warum nur? Okay, es scheint aber nur raus. Der gute alte Beichtstuhl. Lilly kam sehr oft hierher, seit die Selbstgeißelung nicht mehr half. Alter, das Mädchen ist, ich habe keine Ahnung, 10, 11 und Selbstgeißelung und so. Wow, Halterung. Die Schnitzerei zeigte einen Bettelmönch mit auffallend leeren Händen. Aber irgendetwas fehlte. Würde zum Beispiel. Aber auch noch etwas anderes. Würde. Haben wir da irgendwas, was wir reinlegen können? Nee, ne? So ein Sprengzünder zum Beispiel? Lilly musste beichten, dass sie mal wieder vollkommen auf dem Schlauch stand. Schön. Können wir hier mit dem Beichtstuhl sonst noch irgendwie? Da oben ist noch was. Da ist noch ein Kreuz. Ach so, okay. Das Kreuz sah ganz schön wackelig aus. Lilly verstand nicht, warum man es nicht einfach andersherum aufgestellt hatte. Kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich habe keine Ahnung. Es macht eigentlich mehr Sinn. Aber in dem Beichtstuhl ist doch gar keiner drin, oder? Gucken wir uns hier mal die Steinplatten noch an. Bleib bitte von den Platten weg, ja? Du behinderst mich bei meinen Nachforschungen. Ja komm, mein Freund, dann würde ich sagen, wir geben dir mal den Presslufthammer, um die gepresste Luft zu hämmern. Ah, sehr gut. Das ist genau das, was ich brauche. Wenn ich jetzt noch wüsste, an welcher Stelle ich bohren muss. Aber dieses Wissen ist wahrscheinlich längst verloren gegangen. Niemand ist so alt, dass er sich noch an die Zeit der Templer erinnert. Sonst hätte ich die Kirchenverschwörung sicher längst am Schlafittchen. Naja, ich fange erst mal an. Verdammt, wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Hey, Frank! Frank! Ah, was soll's. Ich glaube, wir müssen mal hinterher, oder? Beichtstuhltür? Soll ich ihm jetzt hinterher oder in die Beichtstuhltür? Ich glaube, ich gehe erstmal in die Beichtstuhltür. Den finden wir schon wieder, den anderen. Eine Abhörkammer. Das war der endgültige Beweis, dass Garrett für die Oberin spionierte. Eine. Achso, das haben wir schon. Ah, können wir da irgendwie. Guck mal, ein Brett. Das nehmen wir mal. Ist da noch irgendwas? Verdammt! Wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Hey, Frank! Frank! Ach, was soll's. Hm.
Beichtstuhl verlassen. Das Kreuz wackelt aber verdächtig. Ja, dezent. Können wir hier irgendwie noch was... Guck mal, da ist noch was. Abhörkammer. Aber es ist nur Abhörkammer. Beichtstuhltür. Mach mal wieder zu, die Tür. Bleib bitte von den Platten weg, ja? Du behinderst mich bei meinen Nachforschungen. Ich würde dir gern helfen bei deinen Nachforschungen. Was können wir denn mit dem Brett vielleicht machen? Ach, ich weiß, was wir mit dem Brett machen können. Das können wir bestimmt hier in die Halterung. Hahaha, sehr geil. So, können wir jetzt nochmal den Beistuhl? Verdammt, wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Hey, Frank! Frank! Ach, was soll's. Okay, cool. Wir werden gleich mal gucken, wo Garrett hingegangen ist. Aber das machen wir in der nächsten Folge, denn wir sind schon wieder am Ende. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr reingeschaut habt. Und ich hoffe, das nächste Mal schaltet ihr wieder ein. Ja, bis dahin. Macht's gut. Ciao.